Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Es gab leider ein kleines Problem. Du. Boah, das Dodo wird gejagt gerade. Okay, jetzt jagt mich hier plötzlich. Kann ja nicht wahr sein. Ruhig in der Session und schon wieder Action hier unglaublicherweise. Okay, ich muss mich erstmal verpissen hier eben. Und zwar gab es ein kleines Problem. Ich habe letzte Folge, habe ich ein bisschen Mist gebaut und so weiter. Und ich habe mir das jetzt nochmal durchgeschaut und habe mich entschieden, ich werde euch jetzt nur das Interessante zeigen. Ich werde das jetzt nochmal ganz schnell reinschneiden. Und das war nämlich dann nur der Punkt gewesen, wie ich und wo, warum ich gestorben bin. Ich schneide das nochmal ganz schnell rein, damit ihr das eben nochmal ganz kurz sehen könnt. Ah, wenn ich hier runter, das ist glaube ich auch keine gute Idee. Ich habe gerade ein bisschen Panik jetzt hier. Ja, da muss ich aufpassen. Nein! Okay, ich bin wenigstens nicht an Dehydration gestorben. Und so, jetzt müsste es eigentlich gelaufen sein. Ja, das Problem ist, ich bin nämlich verdurstet, beziehungsweise eigentlich bin ich gestorben, weil ich dann runtergefallen bin. Ich habe nämlich nach irgendeiner Wasserquelle gesucht, damit ich was trinken kann. Weil ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass man einfach trinkt, indem man in das Meer reinrennt. Ich dachte halt, hey, das ist Salzwasser, das wird dann nichts nützen. Aber so wie es aussieht, muss man nur ins Wasser reinrennen und schon wird der Wassertropfen wieder voll. Ne? Und ich hatte jetzt auch gestern dann noch den Livestream zusammen mit dem Hirnsturz. Und ja, hab seitdem wieder ein bisschen was dazugelernt. Hab ein bisschen was seitdem dazugelernt und so. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal hier auf meinem Server weitermachen. Und ich muss mir das alles so ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt so mache mit dem Hirni dann, mit dem Livestream, weil das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Andererseits habe ich mir das jetzt aber auch fest vorgenommen, mit euch zusammen zu spielen. Mal gucken, ob ich einen Hirni dazu bekomme, dass er dann mit mir auf den Server hier spielt und mit euch zusammen und so. Da muss ich mit ihm nochmal quatschen. Ich weiß noch nicht, wie wir das dann lösen. Auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe das versprochen, dass wir zusammen auf einen Surfer zocken und das ziehen wir jetzt auch irgendwie durch. Und das wird auf jeden Fall dann so wie diese Let's Play Serie sein und was ich währenddessen parallel mache als Stream oder so, das muss ich mir dann noch überlegen. Das kann sein, dass wir das dann bei Hirnschutz auf dem Surfer machen oder so, das überlege ich mir noch. Übrigens, Stream und so, ne, Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Alter! Ich bin tot, oder? Nee, ich bin nicht tot, ich bin einfach nur blind, weil das Vieh mich getroffen hat. Und das kann da nicht wahr sein. Das kann da nicht wahr sein. Mach dir echt nicht seine Ruhe in dem Spiel. Es ist unmöglich, hier seine Ruhe zu haben. Das ist so krass, das ist so krass, das ist so krass. So, ich glaube, es ist nicht mehr hinter uns, oder? Wenn mir noch verfolgt. Übrigens, das mit der Musik und so, das ist so episch, ey. Es ist so episch. Das ist unglaublich. So gut, und ja, nee, also einfach mal auf meinen Twitch-Kanal, Link der Videobeschreibung. Könnt ihr mir einfach folgen und so, und dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn ich dann irgendwie streamen sollte. Kann sein, dass ich jetzt öfters auch streamen werde, unabhängig von dieser Serie hier. Also das würde ich dann parallel machen, ne? Weil einmal will ich halt das irgendwie als Let's Play machen auf meinem Server und vielleicht parallel dazu noch einen Stream bei Hirnsturz auf dem Server oder so. Muss ich mir dann noch überlegen, wie wir es genau machen. Aber ja. So, und das Problem ist ja, dadurch, dass ich gestorben bin, habe ich mein ganzes Zeug verloren. Ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, weil wir hatten jetzt noch nicht so viel. Ich bin aber immer noch Level 4. Ne? Also, nee, eigentlich, wo ich aufgehört hatte, war ich Level 2. Bin gerade Level 3 geworden. Dann zeige ich euch nochmal ganz schnell, welche Engramme ich geskillt habe. Wie gesagt, ist ansonsten nichts passiert. Und es wäre ansonsten jetzt einfach eine Folge gewesen, wo ich nach Trinken gesucht habe. Und mir wäre dann nicht passiert. Und das fand ich dann irgendwie doof. Und deswegen habe ich euch jetzt nur den Tod gezeigt und euch den Rest einfach erklärt. So, ich habe mal Schlafsack geskillt, dann, dass ich hier so solche Thatch-Walls machen kann. Das heißt, wir können dann bald auch mal anfangen, Lager zu bauen. Ne? Und hier Waterskin, muss ich mal ausprobieren, damit das funktioniert. Ich schätze mal, ich muss es nur ins Wasser halten oder so. Und dann kann ich dann wahrscheinlich auch, wenn ich mitten auf dem Festland bin, draus trinken. Und das war ich erst mal gewesen. Das habe ich noch nicht geskillt. Ich habe noch 3 Punkte, ich weiß aber noch nicht. Ich hau die einfach mal hier in Clove-Shirt. Das kann nicht schaden, denke ich. Dum dum. Und dann machen wir jetzt an dieser Stelle einfach ordentlich weiter. Ne? Das ist jetzt hier einfach mein Vorschlag. Jo, gut Leute, also erstmal ganz schnell Rohstoffe sammeln. Ganz viel Rohstoffe sammeln. Dass wir uns erstmal irgendwie ein Campfire machen können. Und im Anschluss muss ich mir dann erstmal irgendwie Essen besorgen. Wir hatten ja vorhin, hatten wir ja einen Dodo gesehen. Leider war da noch ein anderer Dino gewesen. So ein kleiner, aggressiver. Und keine Sorge, ich werde dann über die Zeit, werde ich mir mal noch die Namen merken, wie die ganzen Dinos heißen.
Und ich muss echt sagen, ich habe echt Bock, da mal Jurassic Park zu gucken. Das hat auch schon ein, haben auch schon ein, zwei Leute in die Kommentare geschrieben, so, oh, krieg ich voll Bock auf Jurassic Park. Kann ich irgendwie nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. So, wir müssen jetzt aber erstmal gucken, dass wir ein bisschen Werkzeug wiederherstellen können. So. Gucken wir mal eben. Craft Table ist wunderbar. Wir können schon mal eine Pickaxe machen. Craft bitte. Eiskalt erstmal wieder. Schön auf den Boden geschissen. Und unser Ziel wird jetzt sein, erstmal in dieser Session, will ich wenigstens irgendwie packen, schon mal ein kleines Haus aufzubauen. Wo wir auch so irgendwie Lagerboxen reinsetzen können, wo wir einen Schlafsack reinsetzen können. Allgemein, dass wir in irgendeiner Form eine halbwegs solide Basis erstmal haben. Also eine kleine, niedliche Basis irgendwie. Das wäre erstmal sehr, sehr angenehm, wenn mir das irgendwie gelingen würde. So, Pickaxe haben wir hergestellt. Die ist auch schon drin, ja, wunderbar. Dann können wir erstmal noch ein bisschen Steine abbauen. Momentan ist es auch gar nicht so dunkel. Könnte daran liegen, dass das hier ein bisschen belichtet wird hier durch diesen Obelisken oder so. Und übrigens, man kann auch da hinten, wo man, sieht man ja diese Lichtstrahlen da, ne? Diese zwei weißen da, wo da oben diese weiße Nebelkugel ist. Ich glaube, dass man dort Sachen loopen kann. Also im Stream war ich an so einem Strahl gewesen. Und da stand irgendwie da, wenn man Level 15 ist oder so, kann man da was loopen. Kann sein, dass da coole Sachen irgendwie zu finden sind, aber da muss man anscheinend auch ein gewisses Level haben. So habe ich das jetzt erstmal gesehen. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen anders ist. Dass die noch einen anderen Sinn haben. Und deswegen auch, Leute, ne, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr irgendwas Neues erfahrt, gerade jetzt, weil das Spiel noch neu ist, da kann man ja noch nicht alles wissen. Immer her mit den Tipps, schreibt es mir in die Kommentare, ich lese mir wirklich alles durch. Und das könnte mir alles helfen beim Überleben. Ne? So, ich werde mir hier weiter einfach so noch Zeug erstmal einsammeln, dass wir noch ein bisschen Bären bekommen und so. Wir müssen jetzt wirklich erstmal looten. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch alle Punkte, die ich habe, habe ich immer in Gewicht rein investiert. 120. Ah, nee, und den Health habe ich einmal investiert. Und es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben in der letzten Folge, dass hier dieses Fortitude sehr gut sein soll. Das macht einen allgemein resistenter gegen alle Umstände. Also man hat weniger Hunger, man hat weniger Durst. Kälte und Hitze macht eigentlich so viel aus und so weiter. Das ist auch eine gute Idee. Aber ich glaube, gerade jetzt am Anfang, wenn ich jetzt alleine spiele, macht, glaube ich, gerade auch Gewicht viel Sinn, dass ich mehr Zeug tragen kann. Da muss man gucken, eigentlich müssen wir nur eine Storage-Box machen und so. Dann hätte sich das Problem eigentlich auch gelöst. Muss ich mal noch schauen. So, wir werden jetzt auch erstmal ganz schnell aufleveln. Gerade wenn wir dann noch ein paar Speere herstellen können und irgendwie die ersten kleinen Viecher erledigen, machen wir dann sehr viel Erfahrungspunkte, so dass wir erstmal schön skillen können und uns dann vielleicht erstmal wirklich eine kleine Basis aufbauen können oder so. So, wie spät ist denn das jetzt gerade? Und ich sehe es wieder nicht weiter, nicht oben die Anzeige ist, aber ich glaube, hier kann ich's gucken. 0:18, okay, die Zeit vergeht schön schnell, das ist angenehm. Das Problem ist, wie gesagt, links oben habe ich direkt das Overlay von Shadowplay, also von meiner Aufnahmesoftware. Also da ist so ein grüner Punkt direkt über der Uhrzeit, deswegen konnte ich das jetzt nicht lesen. So, ich guck mal eben, kann ich mir denn... Huch! Jetzt habe ich die Karte geöffnet. Stimmt, es gibt übrigens auch schon eine Karte. Ich frage mich nur gerade, warum ich jetzt hier diese drei Punkte freigeschaltet habe. Ich weiß jetzt hier wieder nicht, wo ich bin, aber wir haben jetzt schon einen Weg gefunden, wie man rausfindet, wo man ist. Nicht hiermit. Sondern indem man einfach einen Schlafsack platziert und dann kriegt man den angezeigt auf der Map. Ne? Beziehungsweise kann man den, über den Schlafsack kann man dann rausfinden, wo man gerade sich befindet. Also Schlafsack ist super wichtig, auch wenn man dann dort wieder respawnt, glaube ich. So, das bitte wieder einstecken, das brauchen wir erstmal nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich eine Axt machen kann. Leider noch nicht, was brauche ich denn noch dafür? Axt, wir brauchen noch Wood und Thatch. Okay, alles klar, das ist kein Problem. Dann hauen wir einfach mal ein paar Bäume jetzt hier weg. Wir brauchen unbedingt was zu futtern. Ah, da kümmere ich mich gleich drum. Also, Thatch haben wir schon mal genug. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir irgendwie noch Wood rausbekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir Wood bekommen können, wenn wir mit einer Spitzhacke draufhauen. Ah, doch, können wir. Alles klar, wunderbar. So, okay, Leute, dann. Craft Tables und erstmal Axt machen. Da machen wir gleich noch eine Fackel. Und danach wahrscheinlich erstmal ein Campfire, so dass es ein bisschen freundlicher wird. So, ich werde aber erstmal weiter so Zeug umhauen, damit wir erstmal Speere herstellen können. Für die Jagd. Super wichtig. Und es macht wirklich Sinn, dann gleich mehrere Speere herzustellen. Gerade wenn man dann ein bisschen was Größeres besiegen will, kann man halt dann ja die Speere auch werfen.
Man muss halt mal treffen. Das ist das größte Problem. Das mit dem Treffen, weil es gibt auch kein Crosshair oder so. Oder Crosshair. Crosshair. Da habe ich immer noch so ein bisschen meine kleinen Problemchen. Aber irgendwie haben wir das schon hinbekommen. Und wir kriegen erstmal ein bisschen Beeren. Hau ich mir erstmal die ganzen Beeren hier rein. Es gibt übrigens auch giftige Beeren in dem Spiel. Und zwar die schwarzen, wurde mir gesagt. Also bei den schwarzen Beeren, Finger weg. Zumindest, man sollte sie wahrscheinlich trotzdem auflesen, weil man daraus Zeug machen kann. Aber man sollte sie nicht essen. Wurde ich auf jeden Fall vorgewarnt. Die gelben Beeren, habe ich davon gerade welche? Die gelben müssten eigentlich okay sein. Die müssten okay sein. Auch wenn die nicht, auch nicht allzu gut aussehen, aber das müsste eigentlich passen. So. Aber Wood brauchen wir wirklich viel. Allein dann, damit wir dann Fleisch schön warm machen können. Aber das geht ja schnell. Das geht ja wirklich schnell. Das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass man keine Sachen aufheben kann, wenn man gerade eine Axt in der Hand hat. Das wäre angenehm, wenn das ginge. Ich liebe den Sound, Pachu. Ich liebe den Sound. So, es ist echt nicht leicht. Movement Speed würde ich gerne skillen. Ich würde gerne dieses Fortitude skillen. Ich würde aber auch gerne Weight weiter skillen. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so, wie es ist. Das macht uns halt wirklich resistenter. Das ist eigentlich gar nicht so. Und man ist auch nicht so schnell benommen im Kampf und so weiter. Das klingt eigentlich alles gut. Ich werde das mal skillen. Jo, hätten wir. Jo, als nächstes haben wir denn schon Sleeping Bag, können wir schon, ne, können wir schon Sleeping Bag machen? Ja, können wir schon machen, wunderbar, das ist wichtig. Storage Box ist auch super wichtig. Mit Slingshot, damit können wir dann, glaube ich, auch die Dinos dann betäuben. Zumindest wurde mir das gestern mehrmals im Twitch-Chat reingeschrieben. Wie viele Punkte haben wir denn? 8 Stück nur. Ich werde, ich guck gerade. Attachment ist wichtig. Ich glaube aber, Storage Box könnte echt nicht schaden. Ich glaube, ich mache wirklich erstmal diese Storage Box. Wir machen das mal. Jo, das hätten wir. Ich denke, das macht Sinn. Gerade jetzt in Anbetracht dessen, dass wir ja möglichst bald ein schönes Lager aufbauen wollen. Und dann ist eine Storage Box durchaus sinnvoll. Und es dauert jetzt wirklich über die Zeit immer länger und länger und länger, bis man aufsteigt. Wobei es Level 6 dürfte jetzt auch noch relativ flink gehen. Wir müssen halt dann nochmal ein paar Dinos killen oder ein paar Dodos oder so. Da kommen wir dann nicht drum herum. Kommen wir da wirklich nicht drum herum. So, ich lese jetzt erstmal so noch ein bisschen Zeug auf hier. Dass wir noch ein bisschen Beeren bekommen, etc. pp. Dann werden wir noch ein bisschen, wie ihr seht, guck mal, mit dem Gewicht sind wir schon fast wieder an der Grenze, ne? Dann werde ich jetzt erstmal noch kleines Zeug aufheben. Und ich hoffe, dass es jetzt bald hell wird. Ich sehe es wieder nicht. Moment. Okay, es ist kurz vor 3 Uhr, das dürfte nicht mehr so lange dauern. Ich schätze noch ein paar Minütchen. Und dass wir dann erstmal auf die Jagd gehen. Also muss ich noch ein bisschen Zeug sammeln, dass wir Speere herstellen können. Und da würde ich gerne gleich richtig viele machen am liebsten. Ah, wie ich diese Ruckler zwischendurch hasse, ganz ehrlich, Leute. Denke ich immer, das Spiel statt gerade. Jedes Mal aufs Neue. Ich immer die Bären hau ich mir erstmal rein. Einfach weiter Zeug sammeln. Zeug sammeln. Aber wir haben auch wirklich einen Stream dann. Wir haben ja da wirklich einige, nicht einige, nur doch einige Stunden. Wir haben 2 Stunden nur so gezockt. Hat halt das ewig gedauert, weil die haben gestern, glaube ich, 6 oder 7 Updates rausgehauen für das Spiel. Also ich habe ja noch in den ersten Folgen gesagt, Leute, wartet das mal ab und so. Das sage ich eigentlich immer noch. Es ist halt ein Early Access Spiel. Gerade wenn man jetzt nicht den Rechner hat und so, dann sollte man ja sowieso erstmal noch die Finger von lassen. Aber das sieht sehr gut aus, wirklich. Also das Spiel so jetzt in diesem Zustand macht schon super viel Spaß. Hat halt auch super viel Potenzial, aber das gilt halt erstmal für viele Early Access Titel. Aber die sind ja wirklich hinterher, habe ich so den Eindruck. Also wie gesagt, gestern gab es über 6 oder 7 Updates, die nacheinander rausgehauen haben, allein am einem Tag. Die Performance ist auch schon deutlich besser geworden. Singleplayer haben sie mittlerweile eingefügt, also das mit dem Local-Modus und so. Die machen was. Also wenn das so bleiben sollte, dass sie so wirklich energisch arbeiten daran, an dem Spiel, wird es nicht mehr lange dauern und ich werde euch das Spiel wärmstens empfehlen. Eigentlich könnte ich jetzt schon sagen, ja, es ist cool, aber wirklich nur, wenn ihr eine geile Kiste habt und so. Aber ich meine, gut, hey, mittlerweile Steam, ne, gibt's ja diese Refund-Möglichkeit, was sehr, 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 sehr geil ist. Und rein theoretisch, das gilt ja auch für Early Access-Titel. Und das heißt, rein theoretisch könnt ihr euch das auch holen und gucken, läuft das bei mir? Oh, ey, Leute, hier sind mal die Druckler. Und könnt ihr das dann auch wiedergeben, zurückgeben dann, ne?
Ich glaube, das ist jetzt ja so gelöst, ne, dass das, ihr dürft das maximal 2 Stunden spielen. Wenn ihr da drüber seid, könnt ihr das nicht mehr wiedergeben. Oder zurückgeben, besser gesagt. Aber dass man jetzt 7 Spiele zurückgeben kann, ist großartig, Leute. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Hätte ich auch nicht erwartet, dass das irgendwann jetzt nochmal kommt, so. Und ich finde auch das System an sich, wie das geregelt ist, relativ fair. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert. Ich habe jetzt auch schon von diversen Quellen gehört, dass das alles ziemlich tadellos funktionieren soll und dass dann das Geld sogar wieder nach einigen Stunden wieder dann auf dem Konto zurückgebucht oder auf das Konto zurückgebucht wurde. So, hauen wir uns ein paar Bären hier rein. Das geht aber auch erstmal ganz gut, da wird man auch wieder voll. So. Wunderbar, 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 wunderbar. So, ich gucke jetzt mal eben, ob wir uns ein Speer machen können. Da bist du schon drinnen, ne? Ich wollte mal gucken, was brauchen wir denn? Oh, wir können richtig viele machen. Nice, nice, nice. Das machen wir jetzt auch gleich. Oh, ich dachte, ich hatte schon drinnen das Rezept. Okay, nö, nö, dann hau ich das hier aber nochmal rein, weil das werden wir öfters brauchen. Machen wir das mal hier hin. So, und jetzt 9. Machen wir gleich wirklich mehrere. So viel wie geht halt. So, und es dürfte jetzt auch langsam wieder hell werden. Was bedeutet? Wir können dann gleich mal auf die Jagd gehen. Ich weiß halt auch noch nicht, welche Dinos man jetzt gut jagen kann und so. Ich werde mich bei den meisten zurückhalten. Ich werde mich vor allem auf Dodos konzentrieren. Und halt wirklich auf sehr, sehr kleine Dinos. Scheiße! Nein! Renn! 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 Oh, das gibt's da nicht! Scheiße! Och, Mann! Der kam aus dem Nichts, ey! Das kann doch nicht wahr sein.